Machen wir heute Fortsetzung. Ich würde euch nur gerne noch was zeigen vorher. Haaretz, Meldung, ja. This Independence Day, an diesem Unabhängigkeitstag, also Geburtstag von Israel, ist Israel in zwei nicht zusammenpassende jüdische Staaten zerteilt worden. Schreibt Haaretz. Ja, ist eine aktuelle Meldung. Steht irgendwo, 13. Mai. Israel ist zerbrochen, sagen die, und zwar an diesem Geburtstag. Das Zusammentreffen der Katastrophe vom 7. Oktober und Israels 76. Jahrestag mag die politische Debatte für eine Weile abschwächen. Aber es kann die Realität nicht verbergen. Es gibt jetzt zwei Staaten hier, Israel und Judäa, mit gegensätzlichen Vorstellungen davon, was die Nation ausmachen sollte. Das schreibt Haaretz. Ja, das ist das, was ich gestern Abend gesagt habe. Das ist immer schon seit 25 Jahren schon im Werden. Aber das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Da habe ich mir dann erlaubt, drunter zu schreiben, Israel wird zerbrechen. Die Bibel spricht davon, ein Traum zerplatzt und etwas Neues, Unerwartetes wird kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Also das ist in den Zeitungen in Israel ein offenes Geheimnis. Also wir sind nicht so weit weg von der Politik, von dem, was in Israel im Moment läuft. Selbst wenn das nicht gemeldet würde in der Haaretz, stünde das in der Bibel. Dass das jetzt so zusammentrifft, das finde ich schon was Besonderes. Das macht es ein bisschen glaubhafter, ja. Aber es müsste auch ohne Bibel glaubhaft sein. Entschuldigung, ohne Haaretz, ja. Uiuiui. Jetzt habe ich genau den Fehler gemacht, ja, den ich immer vermeiden wollte. Also es müsste auch ohne Haaretz glaubwürdig sein, weil man das in der Bibel ja findet. Ja? Aber dass es jetzt so zusammentrifft, das finde ich so spannend. Und als diese Auseinandersetzungen gewesen sind zwischen Tel Aviv und Jerusalem letztes Jahr, so ab März, April, Mai, da habe ich auch gesagt, es sieht so aus, als ob Israel auseinanderbricht, aber ich habe auch immer gesagt, das dauert, bis so ein Staat auseinanderbricht. Das geht nicht so schnell. Ja? Das sieht wohl so aus und man sieht auch, wie tief die Spaltung in Israel ist und das ist nicht mehr zurückzudrehen. Das kriegen die nicht mehr eingefangen, aber das geht nicht so schnell. Das sagt die Bibel ja auch. Ja? Jesus sagt ja auch, dass ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, aber das Ende ist nicht so schnell da. Staaten bewegen sich langsamer als wir, ja? Wir sind da ein bisschen wuseliger, so ein Staat, das bewegt sich langsam. Jetzt hat nochmal dieses Intermezzo gegeben mit diesem Multifrontenkrieg, in dem Israel im Moment steht. Und das normalerweise hat das so ein Land, speziell Israel, immer geeint, wenn irgendwo außenpolitische Probleme gewesen sind. Aber selbst das hilft jetzt nicht mehr, ja? Also der 7. Oktober und dieser Geburtstag von Israel, der hat zwar die politische Debatte für eine Zeit lang irgendwo überdecken können, ja? Aber es kann nicht die Realität verstecken und verbergen. Es gibt jetzt hier zwei Staaten, Israel, das ist Ephraim, und Judäa. Wow. Das kann immer noch dauern. Das kann immer noch dauern. Ja, niemand weiß, wann das kommt. Ich bin überzeugt, dass das kommt und ich habe euch ja auch gezeigt, warum ich das glaube. Ja? Aber das scheint irgendwie, wer will das denn zurückdrehen? Wie will man das denn ändern? Da scheint ja eine Zwei-Staaten-Lösung, aber eine ganz andere zu kommen. Ja? Also das ist schon hochspannend. Okay, also ich habe überlegt, wo kann man denn da jetzt wieder den Anfang finden von dem, was wir gestern Abend gemacht haben. Vielleicht machen wir das noch zu Ende, weil das sind noch ein paar interessante Sachen zu finden in diesem 2. Thessalonicher 2, weil auch da der Paulus ganz eindeutig Altes Testament zitiert. Das sehen wir nachher nochmal. Der schreibt das nicht nur einfach so hin, sondern der legt eigentlich auch Jesaja aus. Bei dem, was er da schreibt. Und das ist das, was ich sage. Wenn wir Jesaja besser kennen würden, hätten wir einen anderen Blick auf diesen 2. Thessalonicher 2. Das würde unseren Blick ändern. Das würde den Blick schärfen. Ja? Gut, also wir haben gestern uns ja angeschaut, das ist so die Abfolge, die man allgemein insgesamt so landläufig in der evangelikalen Welt hört. Ich habe das auch immer so gehört und ich habe auch nichts dagegen, wenn das jemand so predigt. Ich glaube, der Text gibt das nicht her, ja. Aber ich muss ja nicht immer sagen, hallo, ich weiß das besser. Man kann ja auch mal still zuhören und mal, ja, das geht ja auch. Wenn das jemand so sieht, dann sieht er das so. Ich sehe das nicht so und ich begründe, warum ich das nicht sehe. Ja? Aber wenn das jemand so predigt, dann tut er das so, ja. Und man sagt, es gibt einen christlichen Abfall,
ein Glaubensabfall, dann kommt der Antichrist, das Kind des Verderbens, und dann kommt der Tag des Zorns des Herrn, diese siebenjährige Trübsalzeit. Und davor, bevor der Tag des Herrn kommt, davor sind wir dann schon weg. Ja? Das ist das, wie man 2. Thessalonische allgemein auslegt. Und ich würde vorschlagen, dass Paulus da etwas anderes meint, dass Paulus sagt, bevor der Tag des Herrn kommt, und das ist laut 1. Thessalonicher 5 der Tag, wo jemand schwanger wird und unversehens in Wehen kommt, ja, und dann ein Verderben jemand überfällt, wo wir aus dem Alten Testament sehen, das ist Zion. Ja. Dieser Tag des Herrn, der kommt als Dritter, aber davor kommt der Antichrist und davor kommt die Spaltung Israels. Weil das hier oben ist nicht nur Apostasia, nicht nur Abfall vom Glauben, sondern auch Revolte, Spaltung, Teilung, Trennung, Ehescheidung. Das ist alles Apostasie. Ja, das fällt, ist eine sehr große Bedeutungsbreite von dem Wort. Und die Dinge, im Hebräischen ist es noch breiter, die Bedeutung von Worten. Im Griechischen ist es ein bisschen eher eingeengt. Im Deutschen ist es absolut fest definiert, was ein Wort meint. Und deswegen ist das Deutsche fast schon zu genau, um Griechisch zu übersetzen oder Hebräisch, weil der deutsche Leser glaubt, es steht so exakt dort. Ja? Aber der Hebräer oder der Grieche, der weiß, nee, das kann auch das und das heißen. Deswegen haben wir das mit dem Kanaf gemacht, wisst ihr, mit dem Flügelspitze, ja, das kann Flügel heißen, es kann Gebäudeflügel heißen, es kann Zipfel heißen, es kann Ende der Erde heißen, ja. Das sind die Bedeutungen, die man da hat. Und im Deutschen ist das so, dass man, wenn da Abfall steht, dann ist das Glaubensabfall, ja. Gut, es kann auch Müll heißen, ja, aber nicht jetzt in dem Zusammenhang, ja. Abfalleimer, ja, so, ja. Ja, aber im Allgemeinen ist das der Glaubensabfall. Aber Abfall kann auch heißen Revolte, Aufruhr, Spaltung, Auseinandersetzung, Krieg. Und dann bin ich froh, dass die Scofield-Bibel solche Anmerkungen macht, die das so ein bisschen stützt, damit ihr das auch nachvollziehen könnt. Ja? Dass das nicht nur so einfach behauptet wird von mir, sondern dass das andere auch so sehen und sich da wohl Gedanken drüber gemacht haben. Warum schreibt Scofield so eine Anmerkung wie Aufruhr, ja? Gut, das haben wir uns schon angesehen mit diesem Brief und da sind wir gestern Abend eigentlich stehen geblieben. Da kommt das Kind des Verderbens oder der Sohn des Verderbens, Tekna heißt Kind oder Sohn, ja? Der Mensch der Sünde kommt, das Kind des Verderbens, der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, also dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Gott. Gottes, Gott, Gott, Gottesdienst, ja, das ist ein ganz stark komprimierter Vers, ja, und der Paulus sagt, dann gedenkt ihr nicht daran, dass ich euch solches sagte, da ich noch bei euch war. Das heißt, der Antichrist setzt sich in den Tempel. So wird immer gesagt, aber das ist ja nicht ganz richtig, ja, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes, ja. Kennt ihr auch, die Landeskirchen haben gesagt, die Amtskirchen haben gesagt, da wird kommt in die Kirche Jesu, kommen unbiblische Lehren hinein. Ja, das passt aber nicht, weil hier steht ja von einem Mensch der Sünde. Das sind keine Lehren, das sind keine unbiblischen Philosophien oder Theologien. Das ist ein Mensch. Der Mensch der Sünde kommt, das Kind des Verderbens, der setzt sich in den Tempel Gottes. Das passt nicht. Das ist so eine hilfsweise Auslegung, weil man keine andere Lösung hatte dafür. Und jetzt kommt in der evangelikalen, zionistischen Welt, dass sie sagen, nee, nee, die Juden bauen da noch einen Tempel und in den Tempel setzt sich jetzt der Antichrist. Ja? Und dann sage ich, nee, der Antichrist setzt sich nicht in den Tempel, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes. Und wenn Israel diese Prophetie erfüllen sollte, dann müsste Israel einen Tempel Gottes bauen. Oder? Ja, natürlich. Warum? Na, weil es hier steht, er setzt sich in den Tempel Gottes. Dann sagen viele zu mir, ja gut, ein jüdischer Tempel ist doch ein Tempel Gottes. Ja, dann frage ich nach und sage, kann denn Gott die Opfer dort anerkennen? Treten die Opfer, die jüdischen Priester dann dort dereinst opfern sollen, nicht das Blut Jesu Christi mit Füßen? Hebräerbrief? Natürlich. Ist das dann ein Tempel Gottes? Nein, das ist ein Tempel der Juden. Das ist ein eigenwilliger Tempel. Die bauen übrigens den zweiten Tempel wieder auf, oder? Wer hat denn gebaut? Der Herodes. Der war Edomiter. Das heißt also, Israel baut einen edomitischen Tempel wieder auf, von einem Herodes, und da sagen die Evangelikalen zu, das ist der Tempel Gottes, das kann nicht sein. Der Tempel wird ja betrieben nach einem Ritus, nach einem Tempelritus von des aaronitisch-levitischen Priestertums. Das ist aber doch vorbei, haben wir gesagt, oder?
wie kann das denn dann ein Tempel Gottes sein, wenn dieser jüdische Tempel, wenn sie den denn dann bauen sollten, wenn der nach der falschen Priesterordnung betrieben wird? Also es geht überhaupt nicht, dann ist es auch kein Tempel Gottes. Nee, das ist ein eigenwilliger jüdischer Tempel. Warum ist der denn eigenwillig? Naja, weil Israel keinen Tempel bauen soll, sondern Israel soll sich zu Jesus bekehren. Einverstanden? Ja? Wenn ein Jude sich zu Jesus bekehrt, würde der den Tempel noch bauen wollen? Nein. Ja, was erzählen die denn da? Ja, das ist, wenn man da mal näher, das näher untersucht und das so ein bisschen so Lackmustest macht, dann bleibt da gar nichts übrig von. Das heißt also, der Tempel, wenn die Juden einen, ich weiß nicht, ob die Juden einen bauen, es kann sein, dass die Juden noch einen bauen auf dem Tempelberg, das kann sein. Es kann sein, die Juden bauen keinen mehr. Ja? Was ich nur sagen will ist, die Bibel sagt nicht vorher, dass die Juden einen Tempel auf dem Tempelberg bauen. Das sagt die Bibel nicht vorher. Ja? Warum nicht? Weil die Bibel immer von dem Tempel Gottes spricht. Und zwar hier in 2. Thessalonicher 2 und auch in Offenbarung 11. Und dieser Tempel, den die Juden bauen würden aus eigenem Antrieb, kann nicht mehr Tempel Gottes sein, weil es die falsche Priesterordnung ist, weil es die falschen Opfer sind, weil ihr der Tempel seid. Wir sind doch der Tempel, oder? Wir Christen sind doch ein Tempel im Heiligen Geist. Wir sind Tempel Gottes. Und so beschreibt Paulus die Gemeinde durchgängig im Neuen Testament. Ihr seid ein Tempel Gottes. Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Wer den Tempel Gottes verdirbt, ja, und so weiter. Das ist immer die gleiche Formulierung. Nur hier ist er halt anders. Ja gut, sagen Sie, das ist ja hier eine Ausnahme. Nö, glaube ich nicht. Wenn aber Jerusalem wiedergeboren würde, dann wäre ja wiedergeborene Menschen in Jerusalem. Genau. Dann wäre ja in Jerusalem Priesterschaft. Genau. Und zwar neutestamentliche Priesterschaft. Dann wären ja Juden, die dort übrig geblieben sind, würden ja an Jesus glauben. Die wären so Priesterschaft, wie ihr auch Priesterschaft seid. Petrus schreibt, ihr seid ein königliches Priestertum. 1. Petrus 2, Vers 9. Mose schreibt zu Israel, ihr seid ein priesterliches Königtum. Hört ihr da den Unterschied? Ja? Mose sagt, ihr seid ein priesterliches Königtum. Israel hat die Königreichslinie. Die Gemeinde hat die Priesterlinie. Ihr seid ein königliches Priestertum. Das ist etwas anderes. Das sind andere Linien. Ja? Und die Gemeinde hat eine andere Berufung. Und die Gemeinde ist Tempel Gottes, weil wenn Gottes Geist in uns wohnt, ist unser Leib ein Tempel Gottes. Ja? Und in der Gemeinde insgesamt, wenn da Gottes Geist drin wohnt in der Gemeinde Jesu, wie das ja üblich ist, dann ist da, wo Gott wohnt, ist sein Haus. Wenn Gott in der Gemeinde Jesu wohnt, ist die Gemeinde Gottes ein Tempel Gottes. Das ist der Gedanke. Dann müsste ja der Antichrist sich in die Gemeinde Jesu reinsetzen. Ja, natürlich. Aber wo denn hier? In Interlaken, ja? Oder in Rom, ja? Aber in welche Gemeinde setzt sich denn der Antichrist? Nach Rom oder an den Tiber? Oder, ja, das passt ja nicht. Und der ist ja ein Mensch. Der müsste sich ja in alle Gemeinden auf der ganzen Welt hineinsetzen. Was macht er dann da? Was soll das? Dieser Vers macht gar keinen Sinn. Und weder diese Theorie der Landeskirchen zu sagen, da kommen unbiblische Lehren in die Kirche rein, macht Sinn, noch dass man sagt, die Juden bauen einen Tempel und in diesen Tempel setzt sich dann der Antichrist, weil dieser Tempel der Juden wäre kein Tempel Gottes. Kann man das nachvollziehen? Ich glaube schon. Ihr seid doch Tempel Gottes. Ja? So, und jetzt haben wir hier, ich sage mal, hängen im Schacht. Jetzt geht es nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Ja, das hat man diese beiden Positionen und beide passen irgendwie nicht. Und die Lösung dafür wäre, mein Lösungsvorschlag wäre, stellt euch doch nur mal vor, nur mal als Arbeitshypothese, Jerusalem wird wiedergeboren, dann wäre ja Jerusalem ein Tempel Gottes. Warum? Weil dort Priesterschaft wäre im Tempel. Und das wäre ein Tempel Gottes. Und der Antichrist, der erobert diese Stadt Jerusalem und tötet alle Wiedergeborenen in der Stadt, und setzt sich in diesem Tempel ein und sagt, ich bin Gott. Das würde passen. Ja? Das heißt also, wir kommen mit dieser Vorkenntnis davon, dass Jerusalem wiedergeboren wird und kommen jetzt zu diesem Vers und sagen, wir hätten eine dritte Lösung. Versuchen wir doch mal die, ob die da funktioniert. Dann wäre Jerusalem wirklich ein Tempel Gottes. Und stellt euch mal vor, Israel würde auseinanderbrechen in zwei Teile. Dann hätte man Ephraim und Juda und Jerusalem und den Berg Zion. Dann hätte man den Vorhof und das Heiligtum und das Allerheiligste und einen Altar. Und der Altar wäre der Berg Zion. Und Jesus sagt mal, Lukas 13, sagen sie, der Herodes will dich umbringen, dann sagt er, ich muss wirken heute, morgen und am dritten Tag und sagt diesem Fuchs, es kann nicht umgehen, dass ein Prophet umkomme außerhalb Jerusalems, oder? Das ist ein komischer Vers. Warum? Warum müssen denn die Propheten alle in Jerusalem sterben? Weil dort der Berg Zion ist, das ist der Altar Gottes.
Oh, dann wäre ja Israel, wenn man da von oben drauf guckt, ein Tempel mit einem Vorhof. Der Norden wäre Vorhof, Juda wäre Heiligtum, Jerusalem Allerheiligstes, Zionsberg Opferaltar. Das wäre mal ein Ding. Das wäre wirklich heiliges Land, oder? Ich glaube schon. Das würde aber heißen, wenn Israel tatsächlich auseinanderbrechen sollte, dann würde der Vorhof abgeteilt. Ja? Jetzt ist ja Israel noch so nicht richtig in dem Zustand oder in der Form, weil es noch ein Staat ist. Ja? Exakt. Das ist genau der Punkt. Ja? Es ward mir ein Stab gegeben, einem Messstab, ein Rohrstab gegeben, ein Messstab gleich, und er sprach zu mir: Miss den Tempel und den Altar und die darin anbeten. Aber den Vorhof wirf hinaus, den Norden, denn er ist den Heiden gegeben, nämlich den Syrern. Und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate. Wäre das ein Gedanke? Wäre das eine Auslegung dieses Bildes, ja, dieser Typologie? Könnte man, wird das plötzlich greifbar dann dadurch? Und das finde ich spannend. Und ich sage, wer das nicht glaubt, nur als Arbeitshypothese. Weil hier kommen wir so sonst auch nicht weiter. Denn wenn die Juden einen Tempel bauen würden, wäre das kein Tempel Gottes. Das müssen wir feststellen. Und wenn das, was die Juden dort bauen würden, Tempel Gottes wäre, wärt ihr alle nicht erlöst. Wenn wir sagen, Israel ist Gottes Volk, hat das zur Konsequenz, ihr werdet nicht erlöst. Wir wären nicht erlöst. Warum? Weil wir dann nämlich nicht Gottes Volk wären, weil wir Unbeschnittene sind, weil wir nicht unter das Gesetz uns begeben, weil wir nicht die Gesetze des Mose einhalten, weil wir uns in einer Priesterordnung wähnen, eines irgendwelches Melchisedeks, von dem die Bibel noch nie was gehört hat. Dann, wenn Israel Gottes Volk wäre, müssten wir alle zum Judentum übertreten, um gerettet zu werden. Wenn wir also sagen, Israel ist Gottes Volk, dann erkennen wir der Gemeinde Jesu die Gottesvolkschaft ab. Denn beide können nicht Gottes Volk sein. Und das ist Ersatztheologie. Die Reformatoren haben den Segen Israels weggenommen und haben ihn auf die Kirche übertragen. Und die Evangelikalen sagen, das ist Ersatztheologie. Israel hat auch seine Verheißungen. Und alle beeilen sich, der Ersatztheologie möglichst abzuschwören. Ich bin kein Ersatztheologe. Ich auch nicht. Ich bin auch kein Ersatztheologe. Warum? Weil mir der Segen Israels zu wenig ist. Was will ich denn mit dem Segen Israels? Dann hätte ich ja eine irdische Landverheißung. Da hätte ich ja einen irdischen Tempel, einen irdischen Hohenpriester. Aber die Gemeinde hat eine himmlische Verheißung, einen himmlischen Hohenpriester. Der Gemeinde gehört die ganze Erde und der Kosmos und die Ewigkeiten, das Vergangene und das Zukünftige. Es ist alles euer, ihr aber seid Christi, in Christus ist Gottes. Der Segen Israels ist zu wenig für die Gemeinde. Ja? Warum soll ich denn Israel seinen Segen wegnehmen? Israel kann seinen Segen behalten, aber er bleibt irdisch. Die Gemeinde hat aber einen himmlischen Segen in Christus, in dem Hohenpriester Jesus Christus. Deswegen bin ich kein Ersatztheologe. Ja? Aber ich glaube, wenn man Israel die Gottesvolkschaft zuspricht, jetzt, dann nimmt man sie der Gemeinde Jesu weg. Und das ist eine umgekehrte Ersatztheologie. Dann nimmt man der Gemeinde Jesu die Gottesvolkschaft und gibt sie Israel, einem Volk, das Jesus nicht anerkennt. Das ist heftig. Und das passiert heute. Und es merkt gar keiner. Da, niemand schreit auf. Ja, alle finden das toll. Israel vorne, Israel hinten. Und jetzt zerbricht Israel. Da zerplatzt ein Traum. Aber wir könnten das verstehen, wenn Israel zertrennt wird, dann wird der Norden abgetrennt, der Vorhof wird abgetrennt, der Tempel ist bereit, die Priesterschaft aufzunehmen. Ja? Israel zerbricht, der Süden wird isoliert, Juda, Jerusalem bleibt allein übrig, wird belagert, kommt in Wehen, wird schwanger, wird wiedergeboren, Priesterschaft im Tempel. Ja, dann wäre ja, wenn Jerusalem wiedergeboren ist, wäre ja Priesterschaft im Tempel, da könnte das tausendjährige Reich anfangen. Und jetzt kommt der Antichrist und er setzt sich in den Tempel Gottes und er macht das alles kaputt. Ja, das ist Gräuel vor Gott. Das ist Gräuel der Verwüstung. Jetzt sind wir wieder in Daniel. Da schließen sich so viele Kreise. Ja, und weil man von der Wiedergeburt Jerusalems halt nichts weiß oder auch nichts wissen will, bleibt man bei diesem Vers halt irgendwie im Dunkeln. Und wir kommen wenigstens ein kleines Schrittchen weiter. Das ist doch schon mal was. Ja? Vielleicht ist das auch ein großer Schritt, den wir hier machen. Und deswegen sage ich, wenn man diesen Schlüssel der Wiedergeburt reinsteckt ins Schloss, dann gehen überall plötzlich Türen auf. So viele, dass ich irgendwann sage, vielleicht ist es ja doch wahr. Ja? Vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken, ob die Wiedergeburt Jerusalems etwas ist, was wir vielleicht vergessen oder versäumt haben. Das ist das, was ich so versuche halt zu zeigen. Ja?
Und Paulus sagt, da haben wir drüber gesprochen. Das ist heftig. Das würde ja heißen, Paulus hat mit den Thessalonischern über die Wiedergeburt Jerusalems gesprochen. Wenn er das nicht hätte, würde er das nicht so formulieren. Wenn er das so formuliert, hat er mit ihnen über die Wiedergeburt Jerusalems gesprochen. Er hat mit ihnen über den Tempel Gottes gesprochen. Er hat mit ihnen gesprochen über Antiochus Epiphanes. Oder? Dann hat er mit ihnen über Daniel 11 gesprochen. Dann hat er noch ganz andere Dinge mit denen bewegt. Dann ist das hier ein ganz anderes Niveau, das wir vielleicht bisher nicht sehen konnten. Dann ist das sehr viel schwieriger zu verstehen. Dann war der Briefwechsel zwischen Paulus und den Thessalonischern, der hat auf Daniel beruht, auf Daniel 9, auf Daniel 11, auf Daniel 7 und 8, kleines Horn, auf Antiochus, auf dem Chanukka-Fest, was damals ja auch gefeiert wurde, Tempelweihfest. Ja, Jesus ist ja zum Tempelweihfest auf den Tempel, dann in den Tempel hochgegangen. Ja, es wurde alles gefeiert. Den Juden war damals Antiochus sehr, sehr geläufig, aber uns Christen ist das nicht. Und deswegen versuche ich da ein bisschen aufzuklären und plötzlich bekommt das ja alles, das wird für mich wieder das dreidimensional. Der Text kommt aus dieser Passage raus. Man kann den anschauen von allen Seiten. Ja, das wird griffig. Und das würde heißen, Paulus hat mit den Thessalonischern darüber gesprochen. Denkt ihr nicht mehr dran, dass ich euch solches sagte, als ich noch bei euch war? Da haben wir doch Bibelstunde drüber gemacht. Das ist groß. Und das ist ein Ding, ja? Gut, könnte es sein, dass diese Wiedergeburt Jerusalems einfach in Vergessenheit geraten ist über die Jahrhunderte? Und dass die plötzlich wiederkommt? Wäre das ein Endzeitzeichen? Ein Signal, ja? Ich würde es nicht ganz so sagen, weil mein Vater, der hat... Gerne, also wenn jemand diese Sichtweise schon früh gehabt hat, gerne. Er wusste das von seinem. Ja. Also ich kenne auch einen Pastor, der schon relativ alt war, als ich zum Glauben gekommen bin, der sagt, der Zeiger an der Weltenuhr ist Jerusalem. Mhm. Ja? Und das ist gut, ja? Das ist nicht Israel, das ist nicht mal Juda, das ist Jerusalem, die Königsstadt Gottes, ja? Schön, wenn er so eine Sicht gehabt hat, ganz einverstanden, ja? Der Punkt ist nur der, wenn die Wiedergeburt Jerusalems in der Christenheit bekannt wäre, hätten wir ganz andere Bücher zu dem Thema. Ja? Wir hätten ganz andere Predigten. Wir wüssten das alles. Ich würde euch hiermit langweilen. Ja? Da könnten wir weitergehen. Warum haben wir das denn nicht? Wir haben nur zwei Lösungen. Der Tempel Gottes, die Juden bauen noch so einen Tempel. Und die andere Lösung ist die kirchliche. Ja? Ja? Und man kann das ja auch noch weiter durchdenken. Ich reiße das ja immer nur an. Wo kriegen die denn eine Bundeslade her? Und wenn Sie eine Bundeslade haben, wo kriegen Sie denn die Gesetzestafeln her? Wo kriegen Sie denn den Stab Aarons her, der geblüht hatte? Und wo kriegen Sie denn Manna? Versteht ihr? In der Offenbarung, ganz am Ende, da wird die Bundeslade wieder gesehen. Warum? Wir sind Bundeslade. Christus ist der goldene Deckel. Wir stehen mit Christus im Allerheiligsten. Christus ist der goldene, reines Gold, ja, das ist der Sühnedeckel. Und diese hölzerne Kiste, die nur vergoldet war, das ist die Gemeinde Jesu, die ist nur aus Holz. Die ist aber überkleidet mit Christi Gerechtigkeit, die ist vergoldet. Und innen drin ist was? Gottes Wort. Das ist Gottes Wort. Und sonst nichts, ja, und der Stab Aarons, der geblüht hat, Manna, das ist das, was in uns wohnt. Das Wort ist Geist. Die Bundeslade sind wir und wenn die Gemeinde vollendet wird und mit Christus zusammen im Allerheiligsten sein wird, dann wird die Bundeslade im Tempel wieder gesehen in der Offenbarung. Das ist dann das letzte Mal, wo die erwähnt wird. Ja? Ja? Ich hätte auch eine Frage. Ich habe in Erinnerung, dass mit der Wiederkunft des Herrn ein Einzug durch ein Tor in Jerusalem ist. Wo führt das hin? Das ist doch ein Teil des Tempels. Muss da nicht ein Tempel dahinter sein, wenn Jesus durch den Tor kommt? Ja, gute Frage, ja. Ist der Tempel der Tempel? Also die Frage ist berechtigt, ja, das ist ja das Tor, was Richtung Osten geht, raus auf den Ölberg, ja, und vom Ölberg soll der Herr ja runterkommen und dieses Tor wieder in den Tempel hineingehen. Da müsste man sich ein bisschen Zeit nehmen, weil das wäre auch ein gutes Thema für gleich, aber um das vielleicht so kurz mal vorwegzunehmen, für mich ist auch die Frage, ist denn der Tempelberg überhaupt der Tempelberg? Der Tempelberg, den wir heute sehen, dieses große Karree, hat die Abmessung von einem Römerlager, und zwar zwischen Schottland und Sizilien. Das ist genau die Abmessung von einem Römerlager. Ja gut, aber der große Tempelberg, ja, da stand ja, ist ja jetzt diese goldene Kuppel drauf, großes Areal. Hinten in der Ecke steht die Burg Antonia, klein, ja. Von der Burg Antonia gibt es keine Fundamente, da ist überhaupt nichts übrig, da ist gar nichts. Und in die Burg Antonia passen höchstens 600 Soldaten.
Aber keine zwei Garnisonen. Apollinaris und Fratensis, glaube ich, das waren die zwei Garnisonen, die in Jerusalem stationiert gewesen sind. Plus Marketenderinnen, plus Serviceeinheiten. Ja? Und das passt in diese kleine Burg Antonia überhaupt nicht rein. Aber auf dem Tempelberg, den sogenannten, da würde das passen drauf. Ja, wo war denn dann der Tempelberg und der Tempel? Ha, der war halt südlich davon. Ja, ich könnte es vorstellen, das ist der große Tempelberg, ja, so. Und hier ist die Zionsstadt von David, die wird gerade ausgegraben. Und man vermutet, dass hier auf der Zionsstadt, dass dort der Tempel stand. Warum? Weil hier die Gionquelle ist. Die Gionquelle kam direkt im Tempel raus, das ist eine Siphonquelle. Wenn die voll war, schießt die über, sprudelt frisches Quellwasser raus. Die Gihonquelle ist die einzige Quelle in Jerusalem im Umkreis von 5 Kilometern, die frisches, richtiges Quellwasser hat. Hätten sich die Priester dort unten gereinigt in frischem Wasser und wären dann die 2,5 Kilometer hochgelaufen in den Tempel, hätten die sich wieder verunreinigt. Das sind alles so Sachen, die. Deswegen ist die Frage, ist denn das das goldene Tor? Ich frage das nur, ja. Ich weiß selber nicht, was ich davon halten soll. Für mich ist das nur, da gibt es einige wirkliche Gründe, dass der Titus runter nach Jerusalem ist und den Tempel samt Tempelberg, Tabula Rasa. Und die sagen, diese Forscher sagen, die Trümmer vom Tempelberg und vom Tempel liegen unten im Kidrontal. Ist, ja, deswegen, ich frage das nur, ja. Also natürlich, dann würde dieses Tor, von dem du sprichst, nicht oben auf dem großen Tempelberg sein, sondern hier in der Zionsstadt gewesen sein, dass Christus vom Ölberg runterkommt und in die Zionsstadt Davids geht, dass in der Zionsstadt der Königspalast war und der Tempel zusammen auf dem Berg Zion. Was eine interessante Sache wäre, ja. Aber ihr versteht, was das für Konsequenzen hat. Deswegen wird das bei den Pharisäern wird das ist heftigst umstritten. Ihr könnt aber im Internet gucken, ich könnte das euch zeigen, da gibt es Duke, so und so heißt er, der war ein FBI-Beamter, du kennst es ja, aus Amerika, und der hat dort Ausgrabungen gemacht und hat sich auch auf alte Quellen verlassen, auf Engländer, die das aufbereitet haben in einem Buch. Und das hat für heftigsten Widerstand in Israel gesorgt. Heftigst. Der darf überhaupt nicht mehr einreisen da unten. Gibt es viele interessante Videos zu. Ich habe keine abschließende Meinung dazu, ich bin kein Archäologe. Ja? Aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich, dass zwei große Garnisonen der Römer in dieser kleinen Burg Antonia hinten in der Ecke irgendwo da platziert gewesen sein sollen. Das passt nicht. Und dass die Gihonquelle so weit weg ist von diesem Tempelberg. Ja? Die mussten sich mit frischem Quellwasser reinigen. Und dafür ist der Weg von der Gihonquelle dann quer durch die Stadt rauf, bis man oben auf diesem Tempelberg ist, ist sehr weit. Ja? Ich gebe das nur mal so zu bedenken. Ja? Viele Dinge sind einfach, wir sehen die vor Augen und wir halten die für gegeben. Ich klopfe da immer gerne drauf. Von Berufswegen darf ich nichts glauben. Ja? Ich sage das immer zur Erklärung. Ich war bei der Bank und wir haben Gutachten geschrieben. Mein Chef hat zu mir gesagt, glauben Sie überhaupt nichts. Prüfen Sie das. Lesen Sie das durch. Hat der Kunde gelogen oder betrügt er uns oder nicht? Ja? Manche überfallen die Bank mit dem Schweißbrenner und manche mit der Krawatte. Und die mit der Krawatte sind schlimmer. Und er sagt, ihr dürft überhaupt nichts glauben, prüft das, lest die Mietverträge durch, prüft die Flächen von den Immobilien, rechnet jeden Quadratmeter nach, glaubt gar nichts, was der Kunde euch schreibt. Die Mietaufstellung, die der euch gibt, die müsst ihr nachlesen in den Mietverträgen, die wurden akribisch ausgewertet. Und da ging es um viel Geld, ja, wenn da zum Teil große Immobilien waren. Und deswegen glaube ich in diesen Dingen auch erstmal nichts. Und bislang war das immer gut, sagt die Bibel ja auch. Glaubt nicht alles, prüft das. Das Gute behaltet, ja? Und wenn ich das jetzt hier prüfe mit dem Tempel Gottes, dann sage ich, ja, der jüdische Tempel, der da immer angesetzt wird, von den evangelikalen Pastoren, den empfinde ich als, das passt doch nicht. Die Juden können ja keinen Tempel Gottes mehr bauen. Die haben ja keinen Manna, ja, die haben keinen Stab Aarons, die haben keine 10 Gesetzestafeln, die haben keine Bundeslade, die haben keinen hohen Priester, die haben keine rote Kuh. Und das kann man das ja so weitermachen, ja? Also das sind so Punkte, aber wenn man mal so als Arbeitshypothese diesen Gedanken mit Jerusalem da ansetzen würde, dann kommt man plötzlich, macht das Klack und man ist eine Raste weiter. Und das ist natürlich spannend. Ja? Und deswegen, ja, wiederhole ich das immer wieder. Ja? Aber das finde ich natürlich auch toll. Denkt ihr nicht daran, haben wir doch davon gesprochen, sagt der Paulus, wisst ihr doch, habt es vergessen. Und das gehört alles für ihn damit dazu, mit dem Kommen des Antichristen, mit dem Tag des Herrn. Der Tag des Herrn war doch die Wiedergeburt Jerusalems, oder? Nach meiner Vorstellung. Natürlich, weil das hat ja auch mit Wiedergeburt zu tun. Ach so, da wäre noch ein Link, ja, noch eine Verbindung. Dann wäre der Tempel Gottes ja die wiedergeborene Stadt Jerusalem. Und Paulus erklärt ja den Tag des Herrn, der kommen soll. Wie wird denn Jerusalem wiedergeboren? Weil der Antichrist die Stadt belagert. Ach so, ja, der kommt ja auch vorher.
Ja, wieso belagert der Antichrist Jerusalem? Nein, weil Israel vorher auseinandergebrochen ist. Ach so, dann kommt erst der Abfall und dann der Antichrist und dann der Tag des Herrn, die Wiedergeburt Jerusalems? Ja. Ja? Und es ist immer dieselbe und das wird langsam immer plausibler, ja? Als wegen mir als Arbeitshypothese. Aber ich glaube, dass das belastbar ist. Sonst würde ich den Aufwand da nicht treiben, ja? Das ist jetzt ein spannendes Thema, wollte ich euch noch zeigen, haben wir gestern Abend nicht die Zeit für gehabt. Was es noch aufhält, wisset ihr, dass er offenbart werde zu seiner Zeit, dieser Mensch der Sünde, ja? Der wird nämlich aufgehalten, da ist irgendetwas, was ihn noch aufhält, denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur dass der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Da steht im Griechischen ekmesos genetai, aus der Mitte werden. So heißt das im Deutschen. Und es kann sein, der muss aus der Mitte werden, der muss aus der Mitte hervorkommen, oder er muss aus der Mitte werden, er muss aus der Mitte weggeschoben werden. Ja? So kann man das übersetzen. Aber der Paulus sagt, da ist irgendetwas oder irgendjemand, der das Kommen des Antichristen, das Geheimnis der Bosheit aufhält. Und dieser maskuline jemand, der es jetzt aufhält, der muss erst beiseite, der muss weg. Und dann wird der Antichrist kommen, dann wird der Boshafte offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und durch die Erscheinung seiner Ankunft ihm ein Ende machen. Und das hier, das ist Jesaja 11, eine messianische Stelle, schauen wir uns gleich an. Paulus zitiert hier Jesaja, das muss man wissen, wenn man was über den Vers sagen will. Und dann muss man gucken, was steht denn dort in Jesaja im Zusammenhang? Was hat Paulus denn da im Kopf, wenn er Jesaja 11 zitiert? Warum bringt er das mit dem Antichristen hier in Verbindung? Ja? Das heißt, dann hat also Jesaja auch über den Antichrist geschrieben in Jesaja 11. Ja, Jesaja nennt den dort den Boshaften. Ach so, da hätten wir ja schon wieder endzeitliche Dinge im Alten Testament. Na ja, gut, klar, das ist ja schon Fingerübung für uns. Alles ist im Alten Testament, was im Neuen Testament ist. Keimhaft angelegt. Paulus legt hier eigentlich Jesaja aus. Ja? Warum? Weil es den 2. Thessalonicher damals ja noch nicht gab. Den schreibt er ja gerade erst. Ja? Der hat ja nichts anderes. Ja? So, und das Problem ist nämlich jetzt, dass wohl das Kommen des Antichristen, das wird aufgehalten, der kann nicht offenbar werden, weil ein männlicher aufhält. Was es noch aufhält, wisset ihr, dass er, nämlich dieser Mensch der Sünde, dass er offenbart werde zu seiner Zeit. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur dass der es jetzt aufhält, das ist maskulin im Griechischen, der muss weg. So, jetzt kommt die Standardauslegung, die ihr immer hört, der Heilige Geist muss weg. Wenn der Heilige Geist weg ist, dann kommt der Antichrist. Ja, und wie geht der Heilige Geist weg? Indem die Gemeinde entrückt wird. Ja, die Gemeinde wird entrückt, dann ist der Heilige Geist weg und dann kommt der Antichrist. Das Problem dabei ist, dass der Heilige Geist im Griechischen nicht maskulin, nicht männlich ist, sondern das heißt das Geist, das Pneuma. Der Geist im Griechischen ist sächlich und nicht maskulin. Das heißt also, da müsste dann etwas Sächliches weggetan werden, damit der Antichrist kommen kann. Und das macht die Sache jetzt unglaublich kritisch. Und die Theologen, die ich da so kenne, ja, und sorry, da gehört auch der Schweizer Theologe dazu, ja, die sind sehr unruhig jetzt. Und die haben auch schon Videos dagegen gemacht, weil das nämlich ein Riesenproblem ist. Jetzt hier hält ein männlicher auf. Jetzt passt das aber nicht mehr mit dem Geist. Das geht nur im Deutschen, da ist der Geist maskulin. Das geht im Englischen, da gibt es halt the, ja, vielleicht auch noch he oder it, ja, aber das geht da vielleicht auch noch. In Athen geht das nicht heute, weil die Griechen können ja Griechisch. Und wenn du denen sagst, da wird jetzt ein männlicher beiseite getan, du sagst, das ist das Pneuma, dann sagen die, wie, das passt auch nicht, was du da sagst. Ja? Aber wir Deutschen, bei uns funktioniert das. Jetzt ist das Problem, jetzt haben wir das nächste Problem. Jetzt, wer soll denn da ein männlicher, der aufhält? Jetzt hilft man sich mittlerweile bei der üblichen Auslegung und sagt, das ist der Tröster, der Paraklet. Ja gut. Der ist auch maskulin im Griechischen, ja, einverstanden. Ja? Und man sagt, der Tröster, der muss jetzt sagen, das ist eine Umschreibung für den Geist Gottes. Wenn Paulus damit meint, dass der Geist Gottes erst beiseite weg muss, und zwar in der Form, dass die Gemeinde entrückt wird, dann hätte Paulus hier geschrieben, der noch aufhält, der muss Episynagoge werden. Ja? Denn der muss ja hinaufversammelt werden.
Das schreibt Paulus auch im ersten Vers von 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Aber der Ankunft halben unseres Herrn Jesu Christi, der Parousia, und unserer Episynagoge zu ihm, unserer Entrückung, unserer Hinaufversammlung, das schreibt er über die Gemeinde Jesu, das ist Entrückung. Aber wenn hier Entrückung gemeint wäre, ja, dass da jemand auffällt, dann schreibt der Herr nicht Ekmesos. Ekmesos heißt weg. Das stört, das ist wie ein Schneepflug, der was zur Seite schiebt, wie ein Hindernis, das zur Seite muss. Das benutzt er hier, etwas Abwertendes, nicht das feine Episynagoge, sondern das Ekmesos Genetai. Und da will ich nicht so tief rein, warum man das so übersetzt, ja? Aber das hat seinen Grund auch in der profanen Literatur aus 50 nach Christus, warum man Ekmesos Genetai mit wegtun, wegschieben, beiseite schieben verwendet. Jetzt ist aber die Frage, was hält das denn auf? Wer hält das auf? Und das müsste man ja irgendwie auch finden können. Das Gute wäre natürlich, wenn man das irgendwo in der Bibel finden könnte. Und es ist so, da kürze ich jetzt ein bisschen ab, da habe ich auch ganz viele Videos und auch Bibelstunden zu gemacht und einige von euch kennen die ja auch. Das ist die Abfolge der Seleukidenkönige in Daniel 11. Ja? Und das ist hier der Böse, der Antiochus Epiphanes. Das ist der Typus für den Antichrist. Ja? Und das ist, wenn man das zählt, historisch zählt, an historischen Königen, ja, dann ist der Antiochus Epiphanes der 8. Seleukidenkönig in der Dynastie der Seleukiden. Jetzt ist in der Bibel aber ein Webfehler, der keiner ist. Das Problem ist nur, dass in der Bibel dieser zweite, der Antiochus der erste Soter, das heißt der Retter, der Heiland, das ist der göttliche Theos, Gott, ja, das ist der das Volk lieb hat, Nikator. Das ist auch der Heiland, der Retter. Christus wird als Soter beschrieben. Soteriologie, die Rettung vom Heil, der Heiland. So haben die sich genannt. Grässliche, gotteslästerliche Namen haben die gehabt. Epiphanes heißt der Erscheinende. Ja? Die göttliche Epiphanie. Das steht 2. Thessalonicher 1, Vers 2. Der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, der Epiphanie. Und dieses Wort benutzt der Antichrist-Typus Antiochus auch für sich. Das Spannende ist jetzt Folgendes. Das in Daniel 11 kann man das auch sehen, fehlt uns jetzt die Zeit für. Wer da Interesse dran hat, kann mich gerne ansprechen. Ja? In dieser Abfolge von Daniel 11, wo diese Seleukidenkönige abfallen, da fehlt dieser hier. Antiochus der erste Soter, der fehlt, der ist nicht erwähnt. Die Bibel überspringt den, der hat aber 20 Jahre geherrscht. Und dadurch, dass dieser Antiochus der erste fehlt, den habe ich hier in Klammern gesetzt, rückt der Antiochus an die siebte Stelle, dann ist Antiochus der siebte König. Nach biblischer Zählweise der siebte, weil in der Bibel einer fehlt. Historisch gezählt ist Antiochus der achte, biblisch ist er der siebte. Und der Bericht von Antiochus Epiphanes, der springt ab Vers 36 und Vers 11 zu einem endzeitlichen Antiochus. Ja, dann hätte man also eigentlich historisch acht, Bibel lässt einen weg, dann ist Antiochus der siebte und der Text vom Antiochus springt auf einen achten und der achte ist auch von den sieben. Genau, das ist das, was Daniel 11 hat. Darüber habe ich mit dem gesprochen, nach dem Mittagessen. Sag ich, darf ich dich noch mal ein bisschen penetrieren? Ja, sagt er. Sag ich, kennst du Daniel 11? Da fehlt ein König. Ich muss das nicht lange erklären, dem Mann, der weiß das. Ja, sagt er, stimmt, warte, welcher war das denn? Sag ich, der zweite, der Soter. Ah ja, stimmt, genau, der fehlt. Genau, dadurch, sage ich, wird Antiochus vom 8. zum 7. König. Und die Prophetie von Antiochus springt zu einem endzeitlichen König, der dem Antiochus aufs Haar gleicht, dann ist das der achte. Ja, genau. Und, sag ich, in Offenbarung 17 steht, 5 Könige sind schon gewesen und der sechste ist und der siebte ist noch nicht gekommen und wenn er kommt, muss er nur kurze Zeit bleiben. Dann muss der Ekmesos und dann kommt der achte und der ist von den sieben und der fährt in die Verdammnis. Da bleibt der stehen, guckt mich an und sagt, du meinst, das gehört zusammen? Na, sag ich, natürlich. Sagt, da habe ich noch nicht gehört, aber interessant. Nächsten Morgen kommt er zum Frühstück, bevor er sein Ei aufschlägt. Wie lange hat ein Antiochus eigentlich regiert? Da sage ich, bingo, 7 Jahre. Ja? Der hat das kapiert. Warum? Der weiß das. Der kennt die Ursprachen. Als wir angekommen sind an unserer Unterkunft, sagt er, weißt du, was das Gute ist bei den Sachen, die du da immer hast? Sag ich, nee, was denn? Die sind so kurz. Sag ich, gell, da musst du mir nicht so lange zuhören. Ja? Die sind deswegen für ihn so kurz, weil ich das nicht so lange vorbauen muss.
Ja, ich muss das nicht alles erzählen. Und er muss als Zuhörer das nicht erst prüfen und langsam adaptieren und irgendwo in sein Bibelwissen aufnehmen. Der weiß das alles schon. Ich muss da nur ping, ping, ping machen und dann bleibt er stehen und sagt, habe ich noch nie gehört, aber das stimmt. Das stimmt. Ich habe mit einem Pfarrer im Osten darüber gesprochen, der wusste das auch. Wir haben lange gesprochen über die Wiedergeburt Jerusalems. Das ärgert mich, dass du immer über die Wiedergeburt Jerusalems da sprichst. Da war richtig abends, 12:30. Ich war müde. Ja, ich habe irgendwann aufgegeben. Ich habe gedacht, gut, mich muss die Welt ja auch nicht retten. Ja, dann ist es halt so. Und dann kamen wir zu dem Thema und sagte Daniel Feldenkönig, das stimmt. Das stimmt. Na, sag ich, natürlich stimmt das. Das andere stimmt auch. Ja? Das ist bekannt. Ja? Das Problem ist nur, die Bibelkritiker, die sagen, ja, da ist Daniel aber ungenau, weil den hat er, den 20 Jahre König, den hat der Daniel ja einfach ausgelassen. Da ist Daniel historisch nicht genau. Und ich glaube, dass das nicht, das ist inspiriertes Wort Gottes. Denn durch diese Weglassung wird Antiochus zum 7. und der Endzeitkönig, der dann kommt, das ist der 8. und der ist von den 7 und fährt in die Verdammnis. Dann hat das also Sinn und Struktur. Dann sagt aber Offenbarung 17, 5 sind gewesen, einer ist, der 7., der ist noch nicht gekommen. Das ist der 7. Und wenn der kommt, dann muss er eine kurze Zeit bleiben. Und dann kommt der 8. und der ist von den 7. Von welchen 7? Von den 7 Seleukidenkönigen. Das heißt also, Offenbarung schreibt das, was wir ohnehin schon aus Daniel 11 kennen. Ja? Ich erzähle eine alte Geschichte, ich sage das ja immer. Weil wir aber diese Kenntnisse nicht haben, deswegen sind wir mit Offenbarung 17 und so weiter so überfordert. Ja? Da steht jetzt also ab Vers 21, das ist Vers 20, ja? Ab Vers 21 hier oben, da kommt der Antiochus Epiphanes. Aber der Antiochus hatte einen Vorläufer. Und der Antichrist hat auch einen Vorläufer, einen männlichen Vorläufer. Und der muss Ekmesos. Und dann kommt der Antichrist. Das ist der Gedanke. Da will ich mit euch hin. Ja? Und in Daniel 11 ist das so, dass dieser Vorgänger, das ist praktisch dann der 6. König, also wird er sich wiederum kehren zu den Festen seines Landes und wird sich stoßen und fallen, dass man ihn nirgends finden wird. Das ist der Vorgänger. Wer uns interessiert, kann man auch schnell gucken hier. Das ist der 6. Antiochus, der 3. der Große. Ja? Der wird hier ganz lange beschrieben. Sehr viel Platz, weil das halt der große Antiochus war. Ja? Also der geht zurück in sein Land, der wird von einem römischen, das ist interessant, ein Fürst, könnt ihr das lesen hier? Ein Fürst wird ihn lehren, aufhören mit Schmähen. Dieser Fürst war Scipio Asiaticus, ein römischer Feldherr und späterer römischer Senator. Den kann man hier identifizieren. Dieser Fürst hier war römischer Politiker und der hat Antiochus den 3., den Großen in Mazedonien besiegt und nach Hause geschickt und mit hohen Steuern belastet und seinen Sohn in Rom als Geisel genommen, Antiochus. Das heißt also, man kann hier sehen, dieser Fürst, der wird zwar nicht namentlich erwähnt, aber Gott sagt, ich kenne sogar einzelne römische Senatoren, aber vom Römischen Reich, das meine ich nicht. So fatal ist die Situation. Nur mal so nebenbei, ja? So, und dieser Antiochus der 3., der wird jetzt also in seinem Land umkommen und an seiner Stadt, anstatt von Antiochus, wird einer aufkommen, und zwar Seleukos der 4. Philopator, der wird einen Schergen sein herrliches Reich durchziehen lassen, aber nach wenigen Tagen wird er zerbrochen werden, doch weder durch Zorn noch durch Streit. Der bleibt kurze Zeit, wenige Tage bleibt er, und dann kommt der 8. und er ist von den 7. und er fährt in die Verdammnis. Warum? Weil er der Antichrist ist. Das ist der Gedanke. Das ist jetzt nur in a nutshell, sagt man. Das ist in aller Kürze mal so dahin. Da müsste man sich mehr Zeit nehmen für. Ja? Ich kann euch das jetzt in der Tiefe so nicht erklären. Da müsst ihr vielleicht die Videos angucken oder in Büchern. Es ist auch ein bisschen genauer beschrieben, dass man ein bisschen Zeit sich nimmt dafür. Aber das ist das, was Paulus wohl mit den Thessalonischern besprochen hat. Jetzt wären wir an einem Punkt, wo wir sagen, Moment, dann würde ja die Wiedergeburt Jerusalems und die Daniel-Prophetie in 2. Thessalonicher 2 zusammengeführt werden von Paulus. Und das glaube ich. Und Jesaja. Und jetzt merken wir, dass das auf einem viel höheren theologischen Niveau ist. Das ist komplizierter, man braucht da Zeit für. Man kann auch nicht einfach auf die Zugspitze wandern. Ich kann das nicht, ja? Ich müsste da ein bisschen Training machen. Manche von euch können das vielleicht. Ich kann das nicht, ich muss erst trainieren, ja? Ich muss mich vorbereiten. Und diese Vorbereitung, die braucht man, dass man in Ruhe mal sich die Seleukidenkönige da anschaut in Daniel 11, ja? Und das weiß, diese Kenntnisse hat.
und dass er im Text hier nachvollzieht, dass Antiochos der Dritte beschrieben wird, dann kommt hier der Seleukos der Vierte Philopator, der bleibt aber nur kurze Zeit, dann wird dieser Männliche, der wird Ekmesos, der wird beiseite, der wird nämlich zerbrochen, weder durch Zorn noch durch Streit, und dann kommt der Achte, dann kommt der Antichrist. Ich habe leider jetzt die Bibelstelle nicht, dass ich euch das hier zeigen könnte. Ja? Aber das fängt dann praktisch mit Vers 21, fängt dann Antiochos an. Und von Vers 21 hier runter geht es die ganze Zeit Antiochos, Antiochos, Antiochos bis Vers 35. Dann macht die Bibel einen Sprung, Vers 36, und dann geht es Vers 36 bis Vers 45. Und da kommt er um. Und das hier ist der achte König und das hier ist der siebte König. Ja? Dann haben wir sieben und dann haben wir acht. Und der achte ist von den sieben. Von welchen sieben? Von sieben Seleukiden. Ja? Das heißt, Lothar Gassmann, da habe ich jetzt zum Beispiel das von gehört, der sagt, naja, die sieben Könige, die dann da erwähnt sind, da sitzt ja auch eine Hure, glaube ich, auf sieben Hügeln, ja, und dass die sieben Hügel sind, oder auf sieben Bergen, nicht auf sieben Hügeln, ja, und die sieben Berge sind sieben Könige und diese Themen da. Und dann sagt der Lothar Gassmann, ja, die sieben Könige, das ist Ägypten, Assyrien, Babylon, Medien, Persien, Griechenland, antikes Rom und endzeitliches Rom. Und ich sage, Lothar, wo hast denn du die Liste her? Die Liste gibt es in der Bibel nicht. Aber ich habe eine. Und zwar in Daniel 11. In Daniel 11 werden die alle auf. Das ist meine Liste. Und die habe ich nur aus dem Bibeltext aus Daniel 11 rausgenommen. Und hier könnt ihr sehen, was Paulus im 2. Thessalonicher schreibt. Das ist praktisch der sechste. Und dann kommt der siebte. Der muss kurze Zeit bleiben. Und dann kommt der achte. Jetzt hätten wir ein bisschen Hintergrund, ein bisschen Background, um zu verstehen, was Paulus da in dem 2. Thessalonicher schreibt. Was es noch auffällt, wisst ihr, nämlich dieser ganze Vorgang hier, das muss alles noch kommen. Ja? Was es noch auffällt, wisst ihr, dass der Antichrist offenbart wird und zwar dann, wenn es Zeit ist. Ja? Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur dass der es jetzt aufhält, der muss Ekmesos, der hier, der hält auf. Das ist ein Vorläufer, der hält auf. Und dann wird der Boshafte offenbart werden. Dann kommt, auf den siebten kommt der achte und das ist Antiochus. Und das ist der Antichrist und den wird der Herr umbringen mit dem Geist seines Mondes. Jetzt gibt es ein Problem, weil manche sagen, ja gut, der Paulus schreibt, aber das war doch zu seiner Zeit. Das Geheimnis der Bosheit, das regt sich ja jetzt. Ja, dann müsste ja der Antiochus damals schon gewesen sein. Und das ist eine Schwierigkeit und das gebe ich ganz offen zu. Das ist ein Problem bei der Auslegung. Nur eins weiß ich, das, was wir hier bisher haben, das ist ja noch weniger. Aber hier kommen wir der ganzen Sache schon etwas näher. Und ich würde Folgendes sagen wollen. Der Paulus hatte eine Naherwartung. Der hat geglaubt, dass zu seinen Lebzeiten Christus wiederkommt. Das sehen wir an den Paulusbriefen. Wir, auf die das Ende der Welt gekommen ist. Oder eure Lindigkeit lasset kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Ja? Warum schreibt Paulus das? Der hatte eine Naherwartung. Wir haben doch auch eine Naherwartung. Paulus hatte auch eine Naherwartung und auch Paulus wusste nicht, wann Jesus kommt. Ja? Selbst Jesus wusste bei Lebzeiten das nicht, sondern allein der Vater im Himmel. Ja? Das heißt, Paulus hatte eine Naherwartung mit einem Unterschied. Der kannte diese Strukturen. Und er sagt, wenn die eintreten, dann geht's los. Aber jetzt, ihr Thessalonischer, geht was schaffe. Ja? Seid nicht faul und macht nicht dumm Zeug. Diese Strukturen müssen kommen und ich erwarte die bald. Ich erwarte die heute auch bald. Ja? Und diese baldige Erwartung hat Paulus da ausgedrückt. So würde ich es verstehen wollen. Ja? Ich sage euch jetzt aber ganz offen, das ist echt ein Punkt, der kritisch ist. In dem Zusammenhang vielleicht noch ein Punkt. Die Offenbarung beginnt damit. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die er gegeben hat seinen Knechten, den Propheten, um ihnen zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll. Was bald geschehen soll. Ja, so fängt die Offenbarung an. Heißt, dieses bald dauert jetzt aber schon bald 2000 Jahre. Ist das bald? Nein, das ist nicht bald. Könnte es sein, dass die Offenbarung geschrieben ist für den wiedergeborenen Überrest in der letzten 70. Jahrwoche? Dass die anfangen, das Neue Testament zu lesen und auch die Offenbarung lesen? Das glaube ich schon. Und dann kommen die Dinge bald. Die kommen schnell. Tachi. Das geht schnell, das geht Schlag auf Schlag. Ja? Dann könnte ich mir vorstellen, dass die Offenbarung im engeren Sinn für den wiedergeborenen Überrest in Jerusalem gilt. Und die verstehen die Offenbarung, weil die Offenbarung hat so viele alttestamentliche Bilder. Und wenn die Offenbarung aufmachen, das ist das Erste, was die sehen, Jesus.
den erhöhten Christus. Da weinen die. Das Zweite, was sie sehen in der Offenbarung, sind die sieben Gemeinden aus den Goi. Und dann sagen die, ja, die hatten recht und wir haben es verschlafen. Und dann fängt die Prophetie an zu laufen. Dann sagen die, aber wir dürfen jetzt auch dazugehören. Ja? Und so ist die Reihenfolge. Die lesen die Offenbarung, sagen, das, was wir hier lesen, das wird bald geschehen. Es sind nur längstens 7 Jahre. Das geht jetzt schnell. Und dann kommt der erhöhte Christus. Sie werden den sehen, den sie durchstochen haben. Sie werden weinen. Und dann kommen 7 Gemeinden aus den Heidennationen. Und die sind irgendwann alle vom Glauben abgefallen. Warnung, lasst uns nicht auch vom Glauben abfallen. Und dann fangen die Siegelgerichte an, die Posaunengerichte. Und dann laufen die ganzen Dinge. Und das geht dann schnell. So würde ich das sehen. Und so ähnlich würde ich das hier auch einschätzen wollen. Ja? Und Paulus sagt, was es noch aufhält, wisst ihr, das Geheimnis regt sich bereits, aber der noch aufhält, muss beiseite getan werden, Ekmesos, und der muss wirklich, der wird nicht Episynagoge. Das ist ja ein böser heidnischer König, vielleicht aus Damaskus irgendwo, ja? Und der stört, der muss weg, weil der, auf den sich alles bezieht, der muss kommen. Dann würde Ekmesos passen. Und dann hätte man diesen Vers auch hier, ja, als dann wird der Boshafte offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und durch die Erscheinung seiner Ankunft ihm ein Ende machen. Und jetzt springe ich einfach ein bisschen. Wir brauchen ein bisschen Hintergrund und selbst dann können wir uns dem Text in 2. Thessalonicher 2 nur nähern. Bis zum Schluss, wir hätten jetzt eine begründete Vermutung, was Paulus hier meint. Und ich empfinde meine Begründung belastbarer als das, was ich bisher gehört habe, wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf. Ja? Im Endeffekt können wir das nicht wissen, weil wir bei dem Gespräch nicht dabei waren. Näher als so glaube ich nicht, dass wir kommen. Und die Wortstudien helfen uns da leider auch nicht. Das würde aber bedeuten, dass 2. Thessalonicher gar nicht vom Zeitpunkt der Entrückung spricht. Ja? Das würde auch bedeuten, dass das Kapitel auch keine Entrückung vor der Trübsal definiert, sondern eigentlich informiert über Ereignisse, die noch vor der Wiedergeburt Jerusalems geschehen müssen. Das ist das, was Paulus da tut. Denn davor muss Israel zerbrechen. Wenn aber Jerusalem erst wiedergeboren werden muss und auch zur Gemeinde Jesu gehört, dann kann bis dahin auch noch keine Entrückung gewesen sein, weil die Gemeinde ist ja nicht zerteilt. Sie werden ja nicht die Heidenchristen erst entrückt und dann wird Jerusalem nochmal separat entrückt, ja? Sondern dann muss zumindest bis zum Tag der Wiedergeburt Jerusalems, kann noch keine Entrückung gewesen sein. Kann man das verstehen? Ja, ne? Aber wenn Jerusalem wiedergeboren ist, dann könnte die Entrückung da sein. Das wäre der Gedanke. Aber dann ist keine jederzeitige Entrückung mehr möglich. Also bleiben wir nüchtern. Wir machen unser Geschäft, wir zeugen von Jesus und wir warten auf das, dass das eintritt. Und wir bleiben nüchtern, wir sind keine Schwärmer, wir halten uns ans Wort Gottes, ja? Wir machen unsere Arbeit, wir leben ein gutes, vorbildliches Leben, damit unser Zeugnis geglaubt wird. Und wir warten auf diese Strukturen, dass die kommen. Und dass Israel zerbricht, das war ja das Erste, was hier genannt, der Abfall des Nordens vom Süden. Das habe ich euch ganz am Anfang gezeigt. Das scheint, dass das irgendwie anfängt. Ja? Ja, also das macht mich sehr wach. Ja? Ich habe auch eine Naherwartung, aber nicht heute oder morgen, sondern in biblischen Zeiträumen. In Dekaden und Halbdekaden, so würde ich, in den Zeiträumen würde ich denken, in 2, 3, 5 Jahren, so in den, das sind die Zeiträume. Das weiß niemand, wann das kommt, aber wir wissen, was kommt. Ja? Wir wissen nicht Tag noch Stunde, aber Jesus sagt, achtet auf die Zeichen der Zeit und das wäre ein Zeichen der Zeit. Dann wüssten wir die, ja? Also das Zerbrechen Israels und die Wiedergeburt Jerusalems. Weil aber keine jederzeitige Entrückung möglich ist, ja? Durch diese Wiedergeburt Jerusalems sind die Ausleger sehr vorsichtig, weil die Gemeinden alle auf eine jederzeitige und frühe Entrückung getrimmt sind, wenn ich das so etwas ja, sagen darf, ohne despektierlich sein zu wollen. Und das heißt, die müssten jetzt gegen diese Naherwartung der Entrückung der Gemeinde anpredigen und das gibt einen Riesenstress. Da kriegen die genauso viel Ärger wie ich und das wollen die ja nicht. Ne? Das können die vielfach auch nicht, weil die Missionswerke brechen dann auseinander. Die Hälfte wird gehen, ja? Vielleicht 2/3. Und das ist halt schwierig. Und deswegen halten die sich alle still und es herrscht brüllendes Schweigen. Ja? Bitte? Ja, uneingeschränkt einverstanden. Und trotzdem muss man die Geschwister verstehen. Wir haben ja auch in Corona gesehen, wie schnell Menschen Furcht bekommen haben von der Grippe. Ja? Und die haben wirklich Angst gehabt, Existenzangst. Und in den Predigten wird die Drangsal in buntesten Farben geschildert.
Und dann haben die Menschen Angst und sagen, wenn das die Drangsal ist, das schaffe ich nicht. Ich kann meinen Glauben bestimmt nicht festhalten. Und dann gehe ich in der Drangsal verloren. Und das ist die Angst, die man hat. Und die kann ich... Einverstanden, ich bin ganz einverstanden mit dir. Ich bin ganz, ganz einverstanden. Ich versuche trotzdem, Geschwister zu verstehen, die das halt anders sehen. Und denen geht es jetzt nicht nur theoretisch um den Zeitpunkt, sondern eigentlich geht es ihnen darum, muss ich durch die Trübsal, ja oder nein? Und ich habe Angst, wenn ich in der Trübsal bin, dass ich meinen Herrn Jesus verleugne. Ja? Also, okay, das kann ich schon sagen. Ja, ne? Warum lernen dann die Pastoren uns? Oder warum lernen die? Das ist so. Und die Berufung der Gemeinde Jesu ist nicht, dass wir vor allen Trübsalen und auch nicht vor der großen Trübsal weggehalten werden. Die Berufung der Gemeinde Jesu ist, für Jesus zu leiden. Und das haben wir in Westeuropa zum Glück, muss ich sagen, ja, menschlich gesehen, in den letzten Jahrzehnten nicht gemusst. Das hat aber auch dazu geführt, dass wir nicht erlebt haben, wie Jesus in so schwierigen Situationen durchträgt. Und deswegen sind wir eine ängstliche Christenheit im Westen. Die in Rumänien oder in Kasachstan sind ganz anders drauf. Die sind richtig tough drauf, die Brüder. Und die Schwestern auch. Ja, Respekt. Und ich versuche das trotzdem zu verstehen. Und wenn jemand eine andere Meinung zum Zeitpunkt der Entrückung hat, ich nehme das niemandem übel. Ja? Ich sehe das nicht so, aber ich würde nicht sagen, dass er deswegen jetzt nicht mein Bruder oder meine Schwester ist. Ja? Aber das siehst du auch nicht so, ja? Keine Frage. Ich glaube, ich leide einfach. Ja, ja. Ja. Das glaube ich auch. Das befürchte ich auch. Und wie gesagt, wenn Israel zerbricht, viele wissen da ja gar nichts von, weil die das nicht so verfolgen, so intensiv und auch nicht so sensibilisiert sind, weil die das der Bibel nicht so erwarten. Wenn das tatsächlich kommt, dann zerplatzt ein riesiger Traum und die sind vollkommen orientierungslos. Die wissen überhaupt nicht, was passiert. Ich glaube, dass die Pastoren dann mit Mails und mit Telefonaten überschüttet werden. Ich möchte auch daran erinnern, wir haben eigentlich ja bei dem Ganzen in Johannes 3 angefangen. Wir haben ja nur gefragt, wo ist denn Golgatha im Alten Testament und wo ist die Wiedergeburt im Alten Testament? Jetzt machen wir so Dinger hier. Hätte ich ja nie erwartet. Wir haben ja über heilsgeschichtliche Sachen gesprochen, heilsnotwendige Dinge. Golgatha ist heilsnotwendig. Die Wiedergeburt ist heilsnotwendig. Dazu sind wir ins Alte Testament gegangen. Dann haben wir überall gesammelt und gesucht. Plötzlich kommst du in Matthäus 24, wehen. Plötzlich kommst du hier zum Paulus. 2. Thessalonicher 2, hätte ich nie erwartet, ja? Und das ist praktisch, wir sind jetzt schon eine ganz hohe Leiter hochgeklettert, ja? Wenn jetzt manche Leute neu kommen, sagen, macht ihr da oben, ja? Wie komme ich denn da hoch? Das ist schwierig für die nachzuvollziehen. Man muss dann immer wieder neu bei A und anfangen, ja? Gut, ich wollte das nur so weit zeigen, dass man das ungefähr verstehen kann. Ich möchte euch noch auf eins hinweisen. Also es geht um Nüchternheit. Ich glaube, dass das eine Nüchternheit ist, zu der wir aufgerufen sind. Und eine jederzeitig zu erwartende Entrückung ist meiner Meinung nach unnüchtern und auch nicht biblisch. Aber ich verstehe jeden, der sich das wünscht oder das hofft oder den Text so auslegt. Und der ist auch mein Bruder, meine Schwester. Das ist mir auch wichtig. Warum? Weil Paulus sagt, wir wachen oder schlafen, wir werden errettet. Wir wachen oder schlafen, wir werden vor dem Zorn Gottes bewahrt. Ob wir wachen und das wissen und auf die Zeichen der Zeit achten können oder ob uns das überrascht, spielt am Heil, hat keine Änderung. Ja? Das war mir ein ganz wichtiger Vers, als ich das gesehen habe. Ja, das sind trotzdem Geschwister für uns und wir sollen ja auch um die werben und versuchen, die auch dafür zu gewinnen. Und ich verstehe, dass das natürlich heftig ist, ja? Was man denen da so zumutet. Ja? Okay, also jetzt schreibt der Paulus hier von dem Boshaften, der offenbar werden wird. Und das ist eine Stelle aus Jesaja. Und Jesaja ist ein messianisches Kapitel, Kapitel 11. Das Königreich Davids wird durch Christus wiederhergestellt werden. Doppelpunkt, sein Charakter und seine Ausdehnung. Und es fängt an, es wird eine Rute aufgehen von dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Das ist davidisch, das davidische messianische Königreich wird hier angekündigt, ja? Dieser Zweig, auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Dieser Messias wird voller Geist sein, Christus, der Gesalbte. Und Wohlgeruch wird ihm sein, die Furcht des Herrn. Er wird nicht richten, nachdem seine Augen sehen, noch Urteil sprechen, nachdem seine Ohren hören, sondern er wird mit Gerechtigkeit richten den Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und jetzt kommt's. Und er wird mit dem Stab seines Mundes die Erde schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Und den Vers, den zitiert Paulus hier.
Der Boshafte wird offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird, und der formuliert hier, mit dem Geist seines Mundes, ja, durch die Erscheinung seiner Ankunft, von Christi Ankunft, wird er ihm ein Ende machen. Christus wird kommen, messianisches Kapitel, und er wird den Antichristen mit dem Geist seines Mundes töten, ja. Das ist hier Pneuma, und hier ist das Ruach, hebräisch. Der Odem seiner Lippen, und Paulus übersetzt es hier im Griechischen, der Geist seines Mundes. Und der Gottlose, das ist der Antichrist, von dem der Boshafte, das ist der Gottlose. Seht ihr das? Ja? Das ist in Jesaja 11. Das finde ich spannend und wichtig, um den Vers zu verstehen, dieses Hintergrundwissen zu haben. Ja? Paulus zitiert also Altes Testament. Warum? Weil der 2. Thessalonische Brief ja noch nicht geschrieben war. Ja? Das hat er alles aus dem Alten Testament abgeleitet. Respekt. Und jetzt kommen wir eigentlich da zum Ende auch. Aber hier steht dann, der Antichrist, dessen Ankunft geschieht nach der Wirkung des Satans mit lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, auf dass sie gerettet würden. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Vers für mich und für euch vielleicht auch. Darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben der Lüge. Und ich glaube, das haben wir die letzten Jahre gesehen. Ja? Ob das alles so von Gott kommt, das weiß ich nicht. Aber dass das hier in der Bibel steht und dass so etwas kommen wird und dass das, was wir hier erlebt haben, das erinnert mich sehr daran. Das ist für mich die allerbeste Erklärung von dem, was ich so sehe und erlebe. Ich stehe da ratlos vor, wie man dieser Lüge nicht, wie man das nicht durchschauen kann. Und ich habe eine große Frage und sage, wenn Gottes Geist in uns wohnt als Christen, und das ist ein Geist der Wahrheit, warum sind so wenige Christen in der Lage, diese Lüge zu durchschauen? Corona war von vorn bis hinten gelogen, von vorne bis hinten. Wo du hinkreist, war es Lüge. Ich schütze andere nicht, wenn ich mich impfen lasse. Ja? Wenn der andere friert und ich mir eine Jacke anziehe, ja, dann hilft dem das auch nicht. Ja? Muss ich dem eine Jacke geben. Das war voller Lüge. Und das hat mich daran erinnert, dass eine Zeit kommen wird. Und ich glaube auch, dass die schon einfach anbricht. Ja? Gott schickt den Menschen kräftige Irrtümer. Das macht Gott. Das macht Gott aus Strafe, weil sie die Liebe zur Wahrheit in Christus nicht angenommen haben. Und dann schickt Gott Irrtümer. Und die müssen der Lüge glauben. Die müssen das glauben. Und die fahren hinab, so schlimm wie das ist. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Irgendwann ist die Gnadenzeit abgeschlossen, dann gibt es keine Möglichkeit mehr für die Menschen. Und deswegen ist der Ruf und die Aufgabe, die wir haben, kehre um, komm zu Jesus, bekehr dich, räum dein Leben auf, mach die Sache mit Jesus klar. Es wird dir nicht leid tun.